Derzeit könnt ihr 3 Packs für Die Sims 4 gratis absahnen. Gefühlt eine halbe Weltpremiere. Wie das genau funktioniert und was in den Packs drin ist, zeige ich in diesem Video. Wie ihr vielleicht schon im letzten Video erfahren habt, könnt ihr euch derzeit bis zum 18. Mai gratis das Die Sims 4 Der gewagte Lebensstil Bundle für Die Sims 4 holen. Die enthaltenen Packs sind das Luxus Party Accessoire Pack, Fashion Street Set und das wohl spannendste Pack, Dschungelabenteuer. Dieses erhaltet ihr leider nicht normal über die EA-App, sondern über den Epic Games Launcher. Erstellt euch hier zuerst ein Konto auf der Webseite und meldet euch an. Direkt, wenn ihr euch das Pack über den Link in der Beschreibung mit dem Holen-Knopf gesichert habt, müsst ihr euch den Epic Games Launcher herunterladen. Nachdem ihr diesen installiert habt, meldet euch einfach mit euren Anmeldedaten an und schon seht ihr Die Sims 4 in eurer Bibliothek. Wenn ihr jetzt auf Starten klickt, ploppt eine Meldung auf, dass ihr euren EA-Account mit eurem Epic Games-Konto verknüpfen müsst. Klickt hier einfach auf Weiter und Konten verknüpfen. Dann solltet ihr die Packs über den Epic Games Launcher herunterladen können. Auch wenn ihr eines der Packs schon habt, könnt ihr die anderen fehlenden nutzen. Wichtig zu erwähnen ist, dass dieser Deal nur für PC-Spieler funktioniert. Konsolenzimmer oder Spieler am Mac können sich hier also nicht über die neuen Packs freuen. Alle Steam-Spieler, die Packs auch bei Steam gekauft haben, gehen hier ebenfalls leer aus. Für alle, die schon wieder vergessen haben, was für Inhalte überhaupt in diesen 3 Packs drin sind, dachte ich mir, wir gucken uns die jetzt einfach nochmal so ganz schnell im Turbo-Durchlauf im Spiel an. Das Luxus Party Accessoire Pack ist schon so lange her. Ich meine, 2015 ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Es waren ja diese sehr extravaganten Outfits, die wir hier sehen, die ich teilweise leider wirklich schrecklich fand. Ja, ganz ehrlich, das sieht so opermäßig aus. Ich weiß nicht, also diese Sachen haben jetzt nie so ganz meinen Geschmack getroffen. Da fand ich die Sachen aus Dschungelabenteuer schon ein bisschen cooler, die ich aber ehrlicherweise auch nicht so viel verwendet habe irgendwie. Die Sachen aus dem Fashion Street Set waren eigentlich ganz cool. Die mochte ich irgendwie auch. Aber ich meine, Sims jetzt ehrlicherweise auch bis jetzt noch nicht so viel angezogen, aber die hatten irgendwie was. Das Luxus Party Accessoire Pack war ja auch so ein bisschen glitzerig. Das fand ich auf jeden Fall ganz cool, weil diese Glitzerklamotten für den Entwickler ja auch so ein klitzekleines bisschen mehr Aufwand bedeutet haben. Okay, die Kleider sind tatsächlich eigentlich ganz cool. Das haben wir, glaube ich, auch nochmal mit dem Feiertagspack so leicht recycelt bekommen. Die Weltenkarte von Selvadorada macht schon ordentlich was her. Diese Bereiche hier konnten wir ja alle nicht so wirklich bereisen, sondern konnten dann hier irgendwo einziehen. Das sind hier alles Miethäuser. Und dann uns hier so ein bisschen vorkämpfen. Wo wollen wir denn hier mal hinziehen? Wir sind jetzt hier im Dschungel angekommen. Die Welt ist übrigens die umgestaltete von Sweetie Rides. Die habe ich in einem der letzten Videos vorgestellt. Ja, ich muss sagen, irgendwie diese Dschungelatmosphäre ist schon genial. Eines der insgesamt wahrscheinlich größten Regionen in Die Sims 4, muss man mal so sagen, hier mit so einem kleinen Wasserfall. Hier geht's noch weiter, also wenn wir hier einmal rauszoomen, diese Region ist wirklich gigantisch, da kann man gar nichts sagen. Leute, stellt euch mal nicht so an, wir wollen jetzt hier doch gleich mal ein bisschen den Dschungel erkunden. Hier ist auch schon der erste Eingang. Für alle, die das Dschungelabenteuer-Gameplay-Pack schon hatten, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wann ihr das letzte Mal im Dschungel unterwegs seid, weil wenn ich so drüber nachdenke, ist das bei mir wirklich schon ewig her. Also gerade im Vergleich zu Outdoor-Leben. Oh nein, was? Jetzt wurde ich hier gerade so ein bisschen abgelenkt. Es brennt hier irgendwo. Leute, worauf habe ich mich hier eingelassen? Wir haben hier noch 2 kleine Kinder mit im Haushalt. Wir sind alle im Urlaub. Es brennt aus irgendeinem Grund. Also ich habe jetzt irgendwie auch nicht so ganz verstanden, was hier los ist. Ach, hier ist das Feuer. Jetzt sehe ich's. Was auch immer hier passiert ist. Da war wohl irgendein Brandlöscher am Werk. Okay, ich glaube, das sollten wir vorher mal löschen, bevor wir uns hier weiter durchkämpfen. Ist auch eine gute Arbeitsteilung. Sie ist hier mit dem Kleinkind irgendwie am Wursteln und er muss sich hier um den Brand kümmern. Du solltest ein bisschen schneller laufen, weil sonst haben wir hier nicht mehr so viel von unserem kleinen Feriendomizil hier. Das ist wirklich hier auch ein Bild für die Götter einfach. Chaos und Durchkämpfen hier vereint auf jeden Fall. Fleischfressende Ranken. Gretchen genießt einen wirklich angenehmen Spaziergang durch den Dschungel, als sie plötzlich aus nächster Nähe einen Schrei vernimmt. Sie rennt in die Richtung, aus der der Schrei kam und entdeckt einen Sim, der vor einer fleischfressenden Pflanze bedroht wird. Was soll sie tun? Hier gab es ja immer diese kleinen, zufällig auftretenden Events und jetzt können wir uns hier so ein bisschen durchwurscheln. Was ist denn die schlauste Reaktion auf eine fleischfressende Pflanze?
Für Ablenkung sorgen. Rette den Sim. Mit einigen Dingen aus ihrer Tasche baut Gretchen in wenigen Sekunden eine überraschend realistische Attrappe zusammen und schleudert sie in die Richtung der Ranken. Die fleischfressende Pflanze schnappt nach dem Köder und die Sims nutzen die Gelegenheit zur Flucht. Sehr gut. So, das hast du irgendwie noch hier ein bisschen hinbekommen, aber ja, Bienen sind schon ganz schön nervig. Ob das so eine schlaue Idee ist, zu so einer späten Uhrzeit hier rumzumarschieren, ich weiß ja nicht. Ach Leute, diese Aussicht hier ist wirklich wunderschön. Wieder zurück hier, wenn wir hier nochmal ganz kurz auf unseren anderen Kollegen hier schalten, muss er sich hier immer noch um den Brand kümmern. Ich verstehe nicht, wir haben den gerade gelöscht, jetzt ist er irgendwie wieder da. Ich habe das Gefühl, unser kleines Wohnheim ist hier verflucht. Was für ein Chaos. Und sie muss jetzt auch noch arbeiten hier. Und, was hast du hier gefunden? Eine nicht authentifizierte Vase. Kann auch sein, dass es hier der billige IKEA-Krempel ist. Nicht authentifiziert, da wissen wir nicht so ganz, was da los ist. Schauen wir doch mal weiter. So, jetzt wird's Zeit, dass du dich hier nochmal durch das zweite Tor durchkämpfst. Wie würdet ihr denn so Dschungelabenteuer einordnen? Also ich glaube, dieses Pack ist auf jeden Fall eines der besseren. Kann man nicht sagen. Es gibt viele Aspekte, die an diesem Pack ganz cool sind. Der Baumodus hat so einen eigenen individuellen Stil. Und auch sonst so die Welt hat auf jeden Fall was. Ich glaube, mit seinen Sims hier durchzumarschieren ist ganz lustig. Die Archäologiefähigkeit ist ganz cool. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das Tempelsystem wirklich sehr langweilig war. Da kann man nicht sagen, wir haben eigentlich fast nur in den Tempeln irgendwelche Dinge angeklickt. Und dann haben die Sims ihre paar Animationen abgespielt und dann war der Tempel auch irgendwann erkundet. Es gab verschiedene Layouts, da haben die Entwickler zumindest ein bisschen Arbeit investiert. Aber ansonsten hätte man da auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung reinbringen können. In die Sims 3 war das irgendwie mit diesem System, mit diesem Erkundungssystem, was es ja auch in Reiseabenteuer, so hieß das Pack, glaube ich, irgendwie gab. Das war dann doch eine Ecke besser gelöst, war ein bisschen spannender. Aber ich glaube, für ein Gameplay-Pack war dieses Pack doch ganz solide. Auch geil, dass wir jetzt hier gerade die Gartenfähigkeit lernen. Was auch immer das mit dem Garten zu tun hat. Nur weil du hier gerade so ein bisschen mit deinen Händen hier diese komischen Ranken hier zerstörst. Sieht wirklich sehr schmerzhaft aus. Ich glaube, da wäre ich schon längst abgekackt hier auf dem Weg. Und plötzlich, Faultiere. Es wäre natürlich ganz cool, wenn wir die Faultiere auf jeden Fall auch wirklich sehen würden. Ist leider nicht so der Fall. Soll sie einen Bogen um die Faultiere machen oder zwischen ihnen hindurchgehen? Ich bin dafür, dass wir mit den Faultieren hier einmal durchschreiten. Gab es hier eigentlich irgendwas Cooles zu sehen? Hier gibt es ja so diese Aussichtsplattform, die wirklich was hermacht. Hier sind auch noch so ein paar Bäumchen. Also hier in echt mal so einen Moment zu verbringen, hier runterzuschauen, wäre auf jeden Fall wirklich gigantisch. Ich war gerade mit der Kamera weg und der Baum hat sich hier irgendwie mysteriöserweise verwandelt. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Ist ja auch nicht so wichtig. Wir gehen jetzt hier einfach mal so ein bisschen weiter. Gretchen hat unerwartet Besuch bekommen von Spinnen. Nicht so geil. Also in echt habe ich tatsächlich gar nicht so viel Angst vor Spinnen. Aber alles, was irgendwie so komische Geräusche macht, alles, was irgendwie so zirpt oder so, ganz schrecklich. Da will ich gerade gar nicht dran denken. Jetzt kämpfen wir uns hier schon so ein bisschen weiter durch. Wie cool. Habt ihr das gerade gesehen? Da war gerade so ein kleiner Vogel. So, das ist mir jetzt gerade mal egal. Der Vogel ist viel wichtiger. Das ist aber auch wunderschön animiert. Also da haben sich die Entwickler richtig Mühe gegeben. Oh je. Ich glaube, ich habe nicht so wirklich auf ihre Bedürfnisse geguckt. Sie ist hier gerade nämlich spontan eingeschlafen. Ja, ganz ehrlich, es ist ja auch 2:30 in der Nacht. Ist jetzt, glaube ich, wirklich nicht so die beste Zeit. So schön, wie dieser Baum hier so am Rummiefen ist einfach. Ich glaube, das hier ist auch ein ganz guter Endpunkt. Mit diesem schönen Bild will ich mich für dieses Video verabschieden. Schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei, sichert euch die Packs, wenn ihr nicht gerade auf dem Mac oder den Konsolen spielt. Bisschen schade, dass es da leider nicht geht. Wie findet ihr Dschungelabenteuer? Seid ihr hier schon mal durchgeschlichen, falls ihr das Pack schon habt? Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, man sieht sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.